So, und ja, damit herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Die Bildschirme sind weg. Also, Schnell eingepackt. Nee, ja. Lara hat vier eingesteckt. Ah, krass. Wo hast du die Oder hin? zwei. Ich weiß nicht, wie viele waren es denn? Das waren 8 insgesamt, glaube ich. Das Aber Ding ist ja Arsch so flach. was? Bitte, was? Nichts. Ah, verdammt, ich habe kein Holz. Ah, fängt ja gut an, okay. Diese verfluchte Krankheit. Sie zerfrisst meinen Körper und bedroht jetzt auch meinen Geist. Ich drifte ständig ab. Schwelge in Erinnerungen. Denke daran, wie Lord Croft gestorben ist. Wie wir den Plan ändern mussten. Dass ich dachte, wir hätten versagt. Und davor, meine Anfänge mit Trinity. Als ich die geheimen Geschichten der Welt erfuhr. Und erkannte, dass wir sie retten müssten. Und noch früher meine Kindheit, Konstantin und ich, als wir nur uns beide hatten. Und dann reiß ich mich los, zurück in die Gegenwart. Ich habe immer getan, was nötig war. Dieses Mal wird es nicht anders sein. Die Anna. Oh, Entschuldigung. Die Anna. Ja. Ja. Da ist eine Karte. Kommt zu sehen. Doch, wirklich da. Schau halt hin. Ja, entschuldige. Ah, da sind Die die was? Bildschirme hingewandert. Standen wir da unten? Achso, das war's. Ja, was ist denn das? Was kannst du auch da aufnehmen? Das war wieder so ein Walkie-Talkie zum Wegwerfen. Und flupp. Toll, gell? Das ist Endgras. Wozu vor allen Dingen? Ich Wozu? keine Ahnung. Vielleicht. Ach, keine Ahnung. Ach, da Ah, standen da standen wir. Aha. wir. Plötzlich macht alles Sinn. Krass. Verdammt, und ich dachte, wir haben einen Bug gefunden. Ah, okay. Das heißt, wir sind jetzt unnötig wieder runtergegangen, weil wir müssen nämlich hier irgendwo lang. Schon? Ja. Okay. Eine Karte. Kante. Karte. Karte greifen, bitte. Okay, dann gehen wir runter und Ja. greifen die Karte. Oh. Bein gebrochen. was war denn? Sag ich doch Karte greifen hier. Ist schon recht. Fußabdrücke. Wie sieht denn das Wie hier sie so eigentlich? perfekt sauber ist, diese Karte. Weißt du, kein Knick, überhaupt nichts. Voll unlogisch. Okay. Da ist ein Truthahn. Scheiße. Ja, komm, heißt doch so. So, okay. Vielleicht über dir? Hast du gelesen, was da stand? Also so Eine von wegen. Kante greifen. Ja, das war's. Stand da noch mehr? Oh, da unten Wahrscheinlich. glitzert. Oh, das war vorhin so dumm, gell? Weil ich spiele ja gerade die ganze Zeit das Thief. Oh, das ist nur nass. Oh, also. Ja, du spielst gerade sie. Thief. Sie? Mit SCH. Schief. Genau, und dann habe ich vorhin Assassin's Creed gespielt. Und dann renne ich so in irgendeinem so Höhlengang und dann waren da so Kerzen und dann gehe ich so hin und wollte sie ausmachen. Und ich so, oh stimmt, das geht ja gar nicht hier. Komm wohl durcheinander. Ich hab's geschafft, übrigens. Ja, ich hab's gesehen. War Ah. nicht blind. Nee? Ja. Hm, War schade. ziemlich cool. Aber ich weiß nicht, wie ich's gemacht habe. Naja. Ist doch egal, solange der Sound gut ist. Genau.
ist der schön. Es regnet. Das ist echt komisch, wenn es hier du drin... Du stehst vor einem Mist, gell? Konntest du das nicht sehen? Das hat einen aufgeleuchtet. Ja, ich hab's genauso wenig gesehen, wie du die Feinde siehst. Hey, ich kann sie nur nicht unterscheiden zwischen Feind und Freund. Still jetzt, wir hören gleich eine Geschichte. Mhm. Elias und ich wollen versuchen, die fernen Hügel zu erreichen, wo der alte Bär lebt. Trinity sammelt sich immer noch in der alten Sowjetbasis. Wir brechen in der tiefsten Nacht auf. Es ist ein Risiko, aber uns steht ein Kampf bevor. Wir werden die Heilkräuter brauchen, die auf diesen Hügeln wachsen, wenn wir überleben wollen. Aha. 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 Lagerfeuer. Fähigkeiten. So, Kämpfer. Werden wir zum Kämpfer? Ich sage nein, aber mal schauen. Also, toll. Das finde ich eigentlich auch ganz geil, die starke Medizin. Da erleiden wir keinen Schaden. Also kurzzeitig, wenn wir uns heilen. Das machen wir ja ständig. Adrenalin, alleine... Lauter... Okay. Was? Ja, lies halt. Nee, also okay. Nach Ladlaufen, Kerl, Herz aus Stein, Dickhäute. Nee, nee. Tod von oben, das werden wir nie einsetzen. Genauer Schuss, die zielgenauen Schüsse bei den drei. Wir ziehen nun automatisch den Kopf anstatt den Körper an. Das ist halt auch besser. Das ist halt auch irgendwie geil. Ja, weil sonst war es ja auch immer so Zufall, ob es jetzt Kopfschuss oder eben kein tödlicher Schuss war. Mhm. Abrissexperte, fortgeschrittener Technik. Du bist ein Abrissexperte. Also ich bin ein Leichtfuß. London. Leichtfuß, alles. Okay, ich würde sagen, wir machen den genauen Schuss, also Triple Kill mit Kopfschuss. Und weil jetzt wissen wir ja, wie es geht, ne? Mhm. Ich hab's schon wieder vergessen. Spaß. So, zoomen und so, ne? Also. Der Compound-Bogen hat was. Und zwar. Stabilisator. Schuss. Frequenz. Oder wir machen Pistole. Schaden. Maschinengewehr auch Schaden oder Schussfrequenz? Frequenz? Ich kann Frequenz nicht sagen. Rückstoßstabilität. Schrotflinte bin ich nicht so der Fan. Wie jetzt? Ja, die ist so laut. Griff mit Schlaufe. Uha. Okay, du weißt wahrscheinlich, was ich nicht, ne? Ja. Da kann ich ja viel schneller schießen. Das ist doch geil. Yeah, Mann. Yeah, Mann. Zielgeschwindigkeit ist bei dem besser, aber da ist der Schaden. Also beim Compound ist der Schaden besser. Sehr klar. Alter Hornbogen ist der. Okay, ja, ich nehme den Compound. Gut. Dann. Ah, Inventar haben wir was. Was haben wir denn da? Da haben wir gar nichts. Lügt doch nicht. Bei Waffen haben wir noch was. Oha! Es ist ja Weihnachten! Alter, es ist knapp, oder? Ja, das war widerlich. Das war mein Handgelenk. Lass das. Das war keine Absicht. Das ist eine Pistole. Das ist eine Pistole, richtig. Ich glaube, so muss ich die halten, oder? Ich weiß nicht. Oder vielleicht... ja, doch. So ist es richtig. Oder? So. Ich nehme mal das Gewehr. Da weiß ich, wie man es hält und so. So. Das ist gut. Geht's dir gut? Ja, also mir schon. Ja, was ist das denn? Wieso ist da Holz? Voll Plastik. Nee, okay. Sie steht so da so, ist jetzt doof. Die ist auch cool. Aber die Schadenschuss. Ich glaube, Schaden haben wir beim Bogen schon genügend. Und da können wir die Schneeflocke. Die heißt Schneeflocke. Ich nehme die Schneeflocke, weil da kann man die Schneeflocke. Da kann man die Gegner viel mehr verarschen. So von wegen, ich habe dich mit einer Schneeflocke erschossen. Was? Okay. Keine Ahnung. Schuss, Rückstoß.
Munition. Ich mach mal einmal den Schaden. Oder Schuss. Du hast einen Schaden, ey. Ich will immer bei Schussfrequenz, will ich das Frequenz mit S anfangen. Also Schusssequenz. Irgendwie. Achso. Hm. Achso, voll spannend. Ja, wunderbar. Dann machen wir mal den Schaden. Also du hast vor uns Schaden. Gut. Jo. Alter, warte mal. Warte. Ich hab noch was. Was ist denn los? Wir werden nie wieder spielen. Also ja. Pumpgun. Alter, ich hab eine Vorbote. Das ist alles so eine Lache, ey. Oh Gott! Okay, der Vorbote ist schneller im Schießen. Aber ich glaube, wir brauchen was mit Nahkampf. Und da gehen wir auch auf Schaden. Was anderes bleibt uns ja nicht übrig. So, jetzt haben wir alle Updates gemacht und jetzt können wir auch weitermachen. Mit dem Bogen. Okay. Sollen wir den Bären da oben erschießen? Kommen wir da überhaupt hin? So, oder müssen wir den überhaupt erschießen? Ist das überhaupt ein Bär? Schon, oder? Hä, was? Das da. Von? Nee, das ist ein Luchs? Ja, schon, oder? Ja. Der ist zu klein, okay. Vor allem hat der keine Pinsel auf den Ärchen. Ein Bär hat doch keinen Pinsel. Ja, eben. Ein Luchs hat Pinsel aufgebaut. Ach so. Okay. Ich glaube, wir müssen nicht mehr. Aber geht erstmal hoch. Oh, er kommt. Oh, ist ein Liga. Hier ist ein Luchs. Okay. Oh, nicht weh. Ja, wie? Er hat angegriffen. Ja, aber der ist. Der ist so cool. Alter, der hat voll das. Man hat die Augen. Mhm. Gehen wir wenigstens heute damit, damit im Bauch gestorben. Ja. So. Das war so geil. Du häutest ihn, indem du einmal in den Bauch stichst. Fertig. Ja, so geht heute. Ja. Mhm. Das hat mein Mann selber besonders beobachtet. Das geht auch scheiße aus Alt. Da oben ist einer. Alter. Geh doch einen Schritt zur Seite! Ja, kann ich nicht! Achtung! Der Kontakt zu dem Team, das das Tal durchkämmt, ist abgebrochen. Habt ihr Sichtkontakt? Ja, das habe ich ja gerade eben die ganze Zeit versucht, deswegen hat sie so. Vielleicht auch nur Funkstörungen, aber Konstantin geht kein Risiko ein. Er macht doch lieber einen Attentat verraten. Okay, das. Ja. Lara, was ist los mit dir? Mädel. Hast du noch nie einen Attentat gemacht? Psst. Meine Güte. Jetzt komm halt rüber, wir wollen einen Attentat. Was ist los mit dir? Mach mal ein bisschen mit hier. Ich wette, wenn du jetzt hochgehst, dann dreht er sich um. Ja, ja. Das ist immer so. Ja, cool. Vielleicht doch nicht. Ja. Weh, wir stürzen runter. Oh, das ist genau. Wir beide so. Oh, oh. Geh zurück. Oh Gott. Was sollen wir jetzt hier oben? Wieder runtergehen, hä? Chili Milli machen. Chili. Normalerweise hält die sich doch fest, oder? Ja, wärm dich mal. So. Ah, die Hände waren zu kalt. Kommst du damit?
Kommt jetzt der Lux nochmal? Nee, der ist tot. Und der da? Weiß ich nicht. Naja, okay, wie dem auch sei, ich werde mich mal hier ein bisschen umsehen. Da ist eine Taschenlampe. Eine sehr starke Taschenlampe. Boah, deine Kameraführung killt mich manchmal nicht. Das ist so scheiße. Danke. Da schon weh. Da schon weh. Was, Mann? Was der jetzt tut? Ja, wahrscheinlich. Oh, wie? Das sah schon jetzt auf los ein bisschen. Was ist heute mit der los? Alter, das sieht alles so doof aus. Oh Gott. Aber heute hat sie es irgendwie krass. Heute hat sie irgendwie krass. Mhm. Das. Das ist trotzdem kein Satz. Ist mir noch egal. Achso. Ah, jetzt kommt wieder das. Ja, aber da waren wir ja schon. Ach, müssen wir da gar nicht hin? Ich hab keine Ahnung, wahrscheinlich schon. Also, aber erst zum Gehen. Eifriger. Was? Steh auf! Ja, was ist los mit dir? Eine dünne, geriffelte und zerbrochene Pfeilspitze. Kommt mir bekannt vor. Dann cool. Dreh's mal, damit du versteckte Informationen. Die Form erinnert an in Amerika gefundene Pfeilspitzen. Diese Technik war wohl auf der halben Welt verbreitet. Mhm. In der Tat. Also. Wo leuchtet der hin? Gegen die Wand. Was machen wir? Ich frag mich, warum der dahin leuchtet. Ja, der steht da halt einfach nur ins Bild zu machen. Okay. Ja, dann tu mal so. Dann tu mal so. Renn du mal. Ah, der ist noch an dem. Habt ihr Sichtkontakt? Negativ. Möglicher Feindkontakt? Vielleicht auch nur Funkstörungen. Aber Konstantin geht kein Risiko ein. Warte. Gott, er bewegt sich. Scheiße. Wenn ich jetzt hoch... Der raucht eine. Geil. Wenn ich hochgehe, dann sieht er mich. Nee. Diesmal könnt ihr wenigstens runterfallen. Gut. Man kann sie ihn wenigstens noch untersuchen. Also. Gut. 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 Wir kommen voran. Mhm. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Das ist ein Tier. Und ein Zettel. Seit einem Monat gehe ich ins Forum, um dem Propheten zuzuhören. Ich trage einfache Kleidung. Für den Sohn eines großen Hauses wäre es ungebührlich, hier gesehen zu werden. Es gibt Gerüchte, dass die Patrizier und die Kirche des Westens den Propheten zum Schweigen bringen wollen. Ich kann nur zuhören und die Worte des großen Mannes wiedergeben. Kein Mensch hat je die Wahrheit über Gott gesagt, da kein Mensch sie kennen kann. Das Herz eines Bauern oder Soldaten ist von heiligerer Natur als die Herzen von Fürsten und Kaisern. Wir alle werden von jenen getäuscht, die vorgeben, im Namen des Schöpfers zu sprechen. Kein Mensch spricht für ihn, da seine Stimme der Himmel, das Wasser und der Lauf der Welt ist. Scroll mal runter. Ja. Ah, war schon. Das war's schon. Aha. Oh, vor allem, weil ist das nicht Bild, war ich in so einer Basilika. Mhm. Und zwar ganz, ganz oben und ich guck so runter und ich hatte selbst beim Spiel Höhenangst. Ja. Oh, das war so hoch. Alter. Schmerzen, Mann.
Und dann rennt er da über so dünne Brettchen und dann denkst du so, die halten noch nie im Leben. Ja. 1000 Jahre alt. Voll die Ruine, aber diese Bretter halten ihn aus. Voll Oh. Boah. Ja. Nicht loslassen. Boah, das killt mich voll. Ich denke jedes Mal, du verkackst. Was war gerade mit denen? Ja, ungefähr so hoch war's. Es ist wirklich soweit, was? Wenn die den Atlas wirklich da drin finden. Warte, bis er fertig ist. Der Atlas ist eine Karte. Er weist angeblich den Weg zu dem, was die Einheimischen hier beschützen. Die göttliche Quelle, die Konstantin sucht. Den Teil kapiere ich noch immer nicht. Was diese Quelle auch ist, sie muss etwas Wertvolles sein. Ah, das sind zwei. Du musst erst den anderen, der da kniet, töten. Ja. Nee, der ist rechts. Also, behalte es für dich, aber ich glaube, Geld ist nicht ihr Ziel. Hast du Konstantin seine Reden über eine neue Welt und Ruhm abgekauft? Ich dachte, das soll bloß die Truppen motivieren. Weiß nicht. Ich denke, er glaubt das wirklich. Also, haben wir bei religiösen Fanatikern angeheuert? Keine Ahnung. Fanatiker klingt irgendwie, als läge er falsch, oder? Du glaubst das alles doch nicht etwa. Irgendjemand glaubt. Trinity hat jede Menge Geld und Hilfe im Rücken. Die würden nicht so viel riskieren, wenn es sich nicht lohnt. Okay, wir werden wohl alle noch sehen, wie ernst das Konstantin ist. Der andere soll jetzt mal aufstehen. Ah, jetzt! Schön, dass du es nicht gecheckt hast. Ja. Ich dachte, du willst sie so anpeilen und dann schießen. Ja, dachte ich auch. Also. Achso, ja, über den Zahn kommt sie nicht. Na gut. Wunderbar. Oh. Sind sie nicht? Ah, deswegen hat er es nicht gecheckt, weil der runtergeplumpt ist. Ach so. Es fällt auch nicht auf, wenn du dich mit jemandem unterhältst und plötzlich jetzt am Eck. Ja, die waren ja fertig. Die waren fertig miteinander? Hat er Schluss gemacht? Mhm. Oh, krass. So, also. Das, entweder da lang oder da lang. Ja, was denn nun? Da komm hier da. Mach mal kurz Kurs, oder? Toll. Okay, dann gehen wir erst da lang ins andere. Ja, ich bin krass. Wenn ich's nicht haben kann, dann kann niemand es haben. Sehr geil. Ja, Mann. Entschuldigung, ich hab dein Buch kaputt gemacht. Man kann dein Buch nicht kaputt machen. Boah. Hä? Hä? Was ist denn los? Das war irgendwie ein bisschen zu kurz, oder? Na. Ja. Es ist wirklich soweit, was? Wenn die den Atlas wirklich da drin finden, was dann? Der Atlas ist eine Karte. Er weist angeblich den Weg zu dem, was die Einheimischen hier beschützen. Die göttliche Quelle, die Konstantin sucht. Den Teil kapiere ich noch immer nicht. Ja, wir wissen. Was diese Quelle auch ist, sie muss etwas Wertvolles sein. Aber die Firmentypen sagen... So ein langes Gespräch auch noch viel. Ja. An sich ist es sehr cool, aber nicht, wenn man... Ich glaube, wenn man beide singen könnte, dann wäre es in Ordnung. Konstantin seine Reden über eine neue Welt und Ruhm abgekauft. Ich dachte, das soll bloß... Also diesmal nehmen wir dann wohl den anderen Weg? Weiß nicht. Ich denke, er glaubt das wirklich. Ja, ja. Die Frage ist halt... Haben wir bei religiösen Fanatikern angeheuert? Ja. Ja. Keine Ahnung. Ob jetzt die Kiste oder das Buchding oben noch... Oder? Du glaubst das alles doch nicht etwa. Doch, tu da. So. Das Buchding. Mhm. Aber an sich die... Sie mal beide festhalten, ne? Ja. Aber die Aussicht ist schon cool. Wo ist jetzt der zweite?
Hallo. Zum Glück sieht er mich nicht. Doch. Verdammt. Das Andy. Was ist denn der Kerl? Hä? What the fuck? Was? Das war jetzt komisch. Der springt dann einfach mal von oben. Geronimo. Ich trau diesen Teil nicht mehr. Du musst da rüber und einen Attentat von unten machen. Ja, aber. Ach so, scheiße, die springt ja so ätzend hoch, gell? Na gut. Ja, scheiße. Du bist tot. Ach ja. Mal schauen. Der hat ein Schwert. Oh, der hat ein Schwert. Der hat ein Schwert. Okay. Mann, wie der von oben einfach runtergeklettert. Gesprungen ist. Anderer Weg, anderer Weg. Nee, ich will. Bub machen. Bub machen. Ich will aber Bub machen. Mensch, Maya. Ich hab ein Déjà-vu. Bub! Nee, da war nichts. Alter. Ja, jetzt geht's, oder? Das wird doch ganz was. Oh Gott, das ist so hoch. Das ist so hoch. Wenn's trocken wäre, dann okay. Aber, aber nicht, wenn's glitschnass ist. Klatschen. Klitschi klatschen. Finden Sie einen Weg in die Kathedrale? No way. Ah! Falsch. Aber geil gelandet. Aber nicht mit der Musik. 1A Landung. Oh, eine Glocke. Eine Glocke. Hm. Voll unnötig. Nee, das war jetzt. Das war jetzt voll nötig. Ich würde sagen, das war erstmal die erste Runde. Und sind wir wieder soweit. Sind wir wieder schon soweit. Und nächstes Mal. Was? Du hast so verkackt. Deine Mutter. So, also. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Das war eine tolle Verabschiedung. Besser als seine, du hast gar nichts gesagt. Tschüss. Okay.